Kingsbridge-Später am selben Tag. Warum hält Remigius nicht die Predigt? Was ist in Philipp gefahren? Unsere Kirche ist eine Ruine. Aber dies alles, diese schlimmen Zeiten, haben uns etwas Wichtiges gezeigt. Etwas, dessen ich mir bis vor kurzem nicht bewusst war. Was meinst du? Oh je, jetzt hör. Ich sag doch, wir wären noch auf dem Scheiterhaufen der Ketzerei verbrannt. Es Gott nicht immer so wacht, überhaupt, es braucht keine Kirche. Ja, das. Man braucht keine Kirche zum Beten, das kann ich durchaus zustimmen. Ihr ich weiß nicht, wie er es meint, aber. Gebetet. Und ihr habt gebetet, wie immer. Genau. In Demut. Wir brauchen keine Und wir werden verbrannt auf Mexenhaufen. Um zu beten. Wo sonst sollen wir beten? Im Kapitelhaus? Die Kirche ist, wo Gott wohnt. Gott wirkt auf andere Weise. Er hat recht, aber Mittelalter müsste dafür verbrannt. Heute hat Jonathan unseren Garten gejätet, um ihn wieder schön zu machen. Und er hat mir von Dingen erzählt, die ich fast vergessen hatte. Gut und Böse ist nicht hier drinnen oder da draußen. Es ist in jedem von uns. Ach, nee. Ja, auch nicht. Beides nicht. Es ist, da eher das. What the fuck? Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Ja, aber damit tragen wir den göttlichen Funken in uns. Ja, schon, wenn es so. Aber wir haben erlebt, dass der Mensch auch den Teufel im Herzen haben kann. Okay, das. Das Gebet braucht keinen besonderen Ort. Denn wir sind Gottes Kirche. Er existiert in unserem Handeln. Wir sind Gottes Tempel. Niemand ist Gott näher als irgendeiner seiner Mitmenschen. Ob man in der Kirche betet oder auf den Straßen der Städte. Ob man Mann oder Frau, Mönch oder Bischof ist. Philipp, da draußen! Meine Rede. Du musst sie dir ansehen. Ihre Pferde und die Farben. Jonathan. Natürlich. Also, was ist los? Ich habe Stimmen gehört, also bin ich hingegangen und... Beruhige dich. Was ist passiert? Aber der Priester sagte, sie hätten ein Wunder mitgebracht. Was? Wer? Welcher Priester? Kommt herbei, Brüder und Schwestern! Oh nein. Denn ihr werdet etwas sehen, das euer Leben verändern wird. Wer ist das? Sie haben uns ein Wunder gebracht. Ein Wunder? Auf jeden Fall. Nur keine Hemmungen. Es gibt keine Gefahr, nur Staunen, das euch hier erwartet. Ein Wunder. Ah, du musst Prior Philipp sein. Ich bin Bruder Reynolds. Der Erzbischof von Canterbury hat mich gesandt. Hier ist sein Brief, für den Fall, dass du an meinen Worten zweifelst. Ja, ein Wunder. Brief vom 20. Januar 1141. Philipp von Kingsbridge. Ich halte euch hiermit an die Gnade der weinenden Madonna zu akzeptieren, da sie es ist, die Kingsbridge als ihre Ruhestätte erwählt hat.
Als ich die Gerüchte um ein Wunder gehört hatte, rief ich die Prozession zu mir. Dann sah ich es mit eigenen Augen. Es ist wahr. Ich habe das Wunder für England beansprucht und hatte angesetzt, dass sie in Winchester zu behalten. Die Hüter der Heiligen Jungfrau haben mich jedoch von etwas anderem überzeugt. Sie sind einzig und allein nach England gekommen, um den Wiederaufbau von Kingsbridge zu ermöglichen. Ihr habt meinen Segen, Philipp von Kingsbridge. Ich erwarte, dass ihr eure Priorei der Heiligen Madonna würdig erneuern werdet. Theobald, Erzbischof von Canterbury. Wir haben den Auftrag, die weinende Madonna zu begleiten. Sie soll den Verlust eurer Reliquie ersetzen, von Sankt Adolphus dem Märtyrer, der euch gewaltsam geraubt wurde. Was? Auf ihrer Reise vom fernen Afrika hat sie Spenden gesammelt, um Kingsbridge für seinen Glauben an sie und an Gott zu belohnen. Ich kann das nicht glauben. Was soll das alles? Du wirst glauben. Ich kann das nicht annehmen. Deshalb ist sie gekommen und ich habe noch was anderes gepredigt. Ihr Wunder heute selbst bezeugen. Das wird doppelte Moral. Die weinende Madonna kam in einem fernen Land namens Afrika zu mir. Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Aus welchem Land seid ihr noch gleich gekommen? Wir sind den ganzen Weg aus einem Land unbeschreiblicher Wunder gekommen. Dem fernen Afrika. Oh, klar. Afrika hat viele Länder, wie ich gehört habe. Ja, so ist es. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Wie ist es so in Afrika? Dort scheint immer die Sonne. Und Wunder geschehen jeden Tag. Es ist ein Land großer Wüsten mit Feigenbäumen und Geschöpfen, von denen ein Engländer nicht einmal träumen könnte. Wie diese Pferde. Sind das Pferde? Mitnichten. Euch mögen sie wie Pferde erscheinen, aber der Name, den die Afrikaner für diese Geschöpfe haben, ist unaussprechlich, selbst für mich. Viele haben ihr Wunder bezeugt, bevor mir die Erleuchtung kam. Ihr sagtet, es gäbe Feigenbäume in Afrika. Was ist eine Feige? Es ist eine Frucht, natürlich. Sie sieht aus wie eine Erdbeere und schmeckt wie eine Birne. Die Bibel erwähnt diese Feigen. Aber dort klingt es ganz anders. Woher kommt das? Zwei Äpfel können auch ganz unterschiedlich aussehen und schmecken. Bei Feigen ist es nicht anders. Ich glaube nicht, dass dieser Mann je in Afrika war. Aber warum sollte er lügen? Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Diesmal gab die Madonna selbst Antwort auf meine Fragen. Sie sagte, das geht sie vor, genau. Du sollst mir in Kingsbridge eine neue Kirche bauen. Boah, eine Reliquie für die Kirche. So zogen wir los, mit dem Segen von Erzbischof Theobald von Canterbury. Verzeihung, unterbrecht sie nicht. Eben haben wir noch gepredigt. Und auf dem gepredigt, ganzen war, Weg von Paris, eben hat er noch gepredigt, durch die Normandie. So keine Kirche bauen. Übers Meer. Jetzt eine Reliquie annehmen, das ist ja. Bis nach Kingsbridge. Haben fromme Christen Geld für die. Und was meinten er davon? Bruder Reynold. Ich habe von einem Reynold aus Südengland gehört. Ein Betrüger und Trunkenbold, der als wandernder Mönch lebt. Glaubst du, er ist es? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich traue ihm jedenfalls nicht.
Mir gefällt das nicht. An dem Mann ist irgendwas faul. Für die Kirche. Na, das ist der Kleine, das war doch das. Ist so groß schon geworden. Ist doch hier der. Sie sehen fast aus wie Pferde. Hohl fühlt sich an wie ein fellbedeckter Weidenkorb. Sie ist ein wahres Wunder, das euer Leben verändern wird, wie das meine zuvor. Jongleur, der ist echt. Unsere Sprache? Nicht der Englisch. No comprendere. No. Echte Gaukler. Was ist das? Ich glaube, ihr seid da gerade in Pferdeäpfel getreten. Was? Wo denn? Ihr versteht mich also nicht, ja? Nur un poco. Sie. Konntet ihr mit diesem Mann reden, Martha? Ja, merkwürdig. Vor einem Moment war er noch recht gesprächig. Er sagte mir, er sei aus Damaskus in Afrika. Ja, sicher. Liegt Damaskus nicht in Arabien? Es gibt bestimmt auch eines in Afrika. Das ist halt so einfach. Warum tut ihr so, als könntest ihr kein Englisch? Nicht der Englisch. So leicht zu übertöbeln. Oh, malade, malade. Die sind doch viel zu. Aber wohin? Ich weiß, wer da dahinter steckt. Und es gab schon den beiden maskierten Wächtern hier. Jake und Alina gesehen. Ich sage es euch erneut, liebe Brüder und Schwestern. Die weinende Madonna. Sagt mir die Wahrheit. Warum seid ihr hier? Wir sind Hüter der Jungfrau Maria, die Tränen vergießt. Der Erzbischof von Canterbury hat uns dazu bestimmt. Aber es war die Jungfrau Maria selbst, die uns auserwählte, als sie durch Europa zog. Ach ja? Wie ging das vor sich? Sie spricht ohne Worte. Euch alle! Ich hätte sie weiter von Ort zu Ort tragen können, bis an mein Lebensende. Aber das war nicht ihr. Können wir dem Spuk mal ein Ende setzen? Welcher Schrein soll sie beherbergen? Brüder und Schwestern! Oh, ich bin so aufgeregt, ein echtes Wunder zu sehen. Hast du das gehört? Die Madonna hat uns auserwählt. Sie ist den ganzen Weg aus Afrika gekommen. Hört keiner zu. Diesmal gab die Madonna selbst Antwort. Ich hätte sie weiter von Ort zu Ort ein kleiner Junge. Können, bis an mein Lebensende. Aber das war nicht ihr Wille. Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Diesmal gab die Madonna selbst Antwort. Warum versteckst du dich? Ihr habt richtig gehört. Es war eine lange Reise. Die weinende Madonna. Ich heiße Philipp. Einem fernen Land. Wer bist du, Afrika, kleiner Mann? Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Das passt aber nicht zu einem Schrein. Und die Hüter der Jungfrau Maria wurden daran ist nichts Heiliges. Sie mit auf eine Reise zu nehmen. Getauft? Ein Sarazene? Nun, Brüder und Schwestern, ich habe gehört, dass das Leben nicht gut ist. Was ein Spektakel. Könnt ihr es spüren? Brüder und Schwestern, ihr werdet nun Zeuge eines Wunders werden. Und das annehmen würden. Die Madonna weiß, wie ihr gelitten habt. Die jungfräuliche Mutter war Zeugin von Leben und Tod ihres Sohnes. Na sicher. Unseres Herrn Jesus Christus. Und nie hat sie ihren Glauben verloren. Kingsbridge hatte manche Unbill zu ertragen. Prior James hatte euch vor seiner Zeit verlassen, als ihr ihn am meisten brauchtet. Eure alte Kathedrale wurde ein Raub der Flammen. Woher weißt du das? Und eure neue Kirche ist eingestürzt, noch bevor der Bau vollendet war. Ihr habt die grausame Zerstörung eures Marktes, eurer Häuser und eures Lebens. Aber er hat die Menge auf seiner Seite.
Wir müssen den Beweis. Ihr alle habt Ehegatten, Frauen und Kinder verloren. Müssen ihn übertäuben vor der Menge. Familie und Freunde. Sonst glauben die ihm das alles. Ihr alle wisst, was es heißt, Hunger und Angst jeden. Zu haben. Jack. Alle jene. Philipp. Aber das ist ein Wunder, nicht wahr? Dunklerei. Oder etwas in der Art. Aber wie? Wir dachten, es sei Zeit, Tommy ein Zuhause zu geben. Dem Jungen? Deinem Jungen? Nun, Philipp. Erkennst du ihn nicht? Unseren kleinen Tommy? Tommy? Aber... Interessanter Name. Es ist fast 3 Jahre her, seit ich dich zuletzt gesehen habe, Jack. Wo auf Erden habt ihr ihn gefunden? Ich hatte fast aufgegeben, nach ihm zu suchen. Dann hat Tommy ihn gefunden. Und ihr habt beschlossen, zurückzukommen. Dies ist schließlich unser Zuhause. Und was um alles in der Welt ist dieses Wunder? Mit der Madonna konnten wir Spenden sammeln. Für deine Priorei und für Kingsbridge. Ist das so? Wir können neu anfangen. Wir können die Kathedrale wieder aufbauen. Wo ist der Haken? Die Bauleitung wird bei mir liegen. Warum? Ich habe die Kathedralen, Kirchen und Häuser studiert, die man in Frankreich und Spanien baut. Ich habe gesehen, was ihre Bauweise war. Mit neuen Formen, Farben und Ideen. Du hättest sie sehen sollen. Sie haben Rippengewölbe und Spitzbögen kombiniert. Das will ich auch. Das ist der Grund. Warum hier? Weil hier mein Zuhause ist. Was du den Menschen hier verkaufst, ist eine Lüge. Dies ist eine harmlose Täuschung. Sowas wie eine harmlose Täuschung gibt es nicht. Sie dient demselben Zweck wie eine illuminierte Zeichnung in der Bibel. Unser Theater zeigt nur, dass die weinende Madonna aus einem fernen Land kommt, was auch stimmt. Und sie kann auch weinen. Auch wenn es eine technische Erklärung dafür gibt. Du willst den Menschen etwas Erklärbares als Wunder verkaufen? Die Kirche bin ich aber sowas weiß. Du hast es selbst gesagt. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Ja. Ich sagte, es sei nicht richtig, dass die Kirche Wunder vorgaukelt. Deswegen bin ich aber gegen es wirkt, die Kirche. Nicht wahr? Philipp ist auch gegen die Kirche. Jack! Alle jene! Ihr seid zurückgekommen! Wahrscheinlich wäre ich ein Spieler. Für ein Buch ist es wahrscheinlich anders. Wie geht es dir? Oh, mir geht's gut. Aber seht euch an. Und den Kleinen. Tommy. Was ist mit den anderen? Alfred hat Kingsbridge verlassen. Richard besucht uns von Zeit zu Zeit. Und Ellen ist in den Wald zurückgekehrt. Wir müssen sie besuchen. Vater lebt jetzt bei ihr. Stimmt etwas nicht, Martha? Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Ich auch. Sehr froh. Sie sieht aus, als weint sie gleich. Sie weint über das Leiden von Kingsbridge. Mhm. Sie kennt euren Schmerz. Was ist da los? Das Wunder. Ihre Augen sind feucht. Oh. Seht. Ihre Augen. Seht sie aus. Sie kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ist aus Holz. Das ist unmöglich. Und so kamen Sachen wie das Blutwunder nach England. Warum weinst du? Sie ist stumm. Seit ihr Mann gestorben ist. Die Madonna hat wie ich gelitten. Sie versteht es. Facebook. Es scheint, durch ihren Glauben an all eure Lügen hat Mary ein Wunder gefunden. Nein, wir können doch jetzt nicht. Wir können Kingsbridge mit eigener Kraft wieder aufbauen. Wir machen keine Fortschritte. Er kann doch wir nicht von. Nur auf der Stelle. Er kann doch nicht vorher predigen, dass er die Kirche nicht braucht und dann
Ohne Landwirtschaft fallen wir verkaufen. In Prior James Zeichen zurück. Die ganzen letzten Monate war mein Rat gut genug für dich. Doch jetzt hast du deine Meinung anscheinend geändert. Schon wieder. Es ist Zeit, dass wir etwas tun. Aufwachen und Kingsbridge zu dem machen, was es mal war. Wir haben es schon mal geschafft und schaffen es wieder. Ich bin nicht bereit, ein solches Risiko einzugehen. Weißt du nicht mehr, was letztes Mal geschehen ist? Oh, oh, wie leicht wir doch vergessen. Ich erinnere mich gut. Und trotzdem vertraust du einer Gruppe dahergelaufener Fremder, dass sie die Dinge besser machen werden. Philipp, warum in Gottes Namen hast du dabei gestanden und das zugelassen? Sie bringen die Menschen dazu, ihnen Geld für falsche Götzen zu geben. Sie geben uns Geld. Bin ich auch dagegen. Damit wir dieses Götzenbild in unserer Priorei aufstellen? Findest du das richtig? Nein, ich kann diese Täuschung nicht gutheißen. Die Madonna ist ein Trick, kein Wunder. Aber die Menschen haben sich bereits entschieden. Und ich will ihnen die Hoffnung nicht rauben. Okay, das hast du nicht gesehen, was mit Mary geschehen ist? Ich habe es gesehen. Und ich sehe, dass du bewusst die Augen vor den Lügen deiner Freunde verschließt. Ich warne dich. Ich kann keinem Prior folgen, der Ketzerei duldet. Deine Drohung wird mich nicht umstimmen. Ich sag doch, er wird uns verraten. Er wird uns verraten, er wird uns als Hexe bezeichnen, beim Bischof und werden. Du hast deine Entscheidung getroffen. Philipp landet noch auf dem Scheiterhaufen. Und ich treffe jetzt meine. Ich trete zurück. Ich verlasse die Priorei. Verkaufst ihn an den Bischof. Ich hab's schon im ersten Part, im ersten Stream gesagt. Wir werden dir allesamt auf dem Scheiterhaufen landen. Du bist groß geworden, Tommy. Und du bist genauso schüchtern wie dein Vater damals. Lass dich nicht täuschen. Er ist ein richtiger Lausejunge. Oh. Wir sind so stolz auf dich, auf euch Tom beide. Und ist sie hier? Deine Frau, Agnes. Nein, Alan und Martha haben sie nach Kingsbridge überführt. Diesmal haben wir sie richtig bestattet. Kommst du auch mit uns zurück? Würdest du das wollen? Ja. Ich brauche deine Hilfe bei der Kathedrale. Philipp und ich haben große Pläne. Wir werden kommen. Alan? Wir haben Jacks Familie gefunden. In Cherbourg. Er kam nicht aus Cherbourg. Er kam aus Cherbourg. Wirklich? Was sind es für Leute? Gute Menschen. Seine Großmutter sagte, Jack sieht genauso aus wie sein Vater. Das stimmt. Aber... Sie haben nie nach ihm gesucht oder gefragt. Sie dachten, er sei tot. Sein Schiff ist gesunken. Es war sein Traum, nach England zu reisen. Hast du je vom Weißen Schiff gehört? Nein. Die Familie des Königs ertrank. Mein Vater war dabei. Er war der einzig Überlebende. Lange hat er nicht überlebt. Du sagtest mir, man hätte ihn beschuldigt, einen Kelch gestohlen zu haben. Ja, aber ich weiß, dass er unschuldig war. Ich hörte seine Geschichte und wollte wissen, wie er aussah. Er sagte mir seinen Namen. Ich verliebte mich. Ich half ihm zu fliehen. Aber am Ende fingen sie uns wieder ein. Was geschah dann? Sie haben ihn gehängt. Ich war dabei. Und du auch, Jack. Aber du warst noch nicht geboren. Er wurde zum Galgen geführt. Alle waren still. Es war, als ob die Leute ahnten, dass er kein Dieb war. Aber ich wusste es genau, denn er hatte es mir gesagt.
Er hatte solche Angst. Er wollte nicht sterben. Ich wollte nicht, dass er starb. Und ich betete. Dann hörte ich seine Stimme, leise. Than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom net. Nein! Nein! Du sagtest, drei Männer seien für den Tod meines Vaters verantwortlich. Wer waren sie? Der Vogt von Shiring, Percy Hamley, Prior James von Kingsbridge. Wer sonst? Und Erzdiakon Walleran Bigot. Sie zeigten keine Gnade. Und ich auch nicht. Ich verfluche euch! Euch alle! Er wird wiederkehren und euch heimsuchen! Eines Tages wird man euch für eure Tat richten! Euer Haus soll vom Feuer verzehrt werden! Euer Leben soll in Schmerz und Elend enden! In Gram und Trauer sollt ihr alt werden! Tja, hat wohl geklappt. Ihre Opfer werden zurückkommen und sie heimsuchen. Ich habe es ihnen versprochen. Wir heißen unseren neuen Prior Remigius willkommen. Er hat geholfen, die Gebeine des heiligen Adolphus aus der Hand der Diebe zu erretten. Adolphus ruht jetzt sicher in dieser großen Kathedrale von Shiring. Unser Baumeister Alfred hat mir zugesichert, dass der Bau in wenigen Jahren vollendet sein wird. Und der Graf von Shiring hat gelobt, uns zu unterstützen. Aber er tut das nicht nur für sich selbst. Nein, der Graf denkt nicht nur an sich. Seine Mutter, Lady Hamley, ist krank. Mehr und mehr glaube ich, dass ganz England an einer Krankheit leidet. Der Krankheit des Krieges, der Armut und vor allen Dingen des heidnischen Glaubens. Ich habe zu Gott gebetet. Ich habe ihn gebeten, ihn angefleht, unter uns zu wandeln, uns zu heilen. Aber Gott sprach zu mir, erst wenn diese große Kathedrale vollendet ist, wird er einen Tempel haben, darin zu wohnen. Kein Preis ist hoch genug für diese gewaltige Burg, die uns vor Bösem und Aberglauben schützt. Mit dieser Kathedrale werden wir den dunklen Zeiten ein Ende setzen. Walleran Bigot! Jack, lasst uns Ablasshandel führen. Mein Vater starb durch eure Hand, Walleran. Sein Name war Jacques Cherbourg. Wie kannst du es wagen, so mit dem Bischof zu reden? Genau hier ist er gestorben. Wer seid ihr? Ich kenne den Mann. Das ist der Bastard aus Kingsbridge. Dieser Mann ist mein Ehemann. Du... Ihr alle, hört, was wir zu sagen haben. Von nun an ist Kingsbridge geschützt. Durch unsere Ritter, durch unsere Mauern und das Wort des Königs. Also was ihr auch tut, wir verteidigen unsere Stadt, den Markt und die Walkmühlen. Und unsere Kathedrale, die wir wieder aufbauen. Alle Bauleute sind eingeladen, zu kommen und für uns zu arbeiten. Pah, lächerlich. Wenn ihr auch nur einen Finger gegen uns rührt, Bischof, werden wir dafür sorgen, dass ihr endlich für all das büßt, was ihr getan habt. Tja.
Das wird Krieg geben. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms. Kapitel 16. Heimat. Was du getan hast. Du hast Jonathan, Jonathan, geholfen, einen neuen Baum zu pflanzen. Du hast deine erste Predigt seit langer Zeit gehalten. Du hast die Täuschung der Madonna missbilligt, aber eingesehen, dass sie den Menschen Hoffnung gibt. Alina und Jack sind nach Kingsbridge zurückgekehrt. Na dann.